Ganz herzlich willkommen hier im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel. Wir machen uns gleich auf zu einer Abenteuerreise durch die Erdgeschichte. Und zwar sind wir unterwegs auf 620 Millionen Jahre. Dabei sind 400 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Wir beginnen hier unsere Reise in das Zeitalter des Devons. Das ist das Zeitalter, als die ersten Lebewesen aus dem Wasser aufs Land gegangen sind. Das war vor gut 400 Millionen Jahren. Und wir gehen aber sogar, wenn wir wieder in die Jetztzeit uns zurückbewegen, weiter darüber hinaus bis in die Zukunft, nämlich 200 Millionen Jahre in die Zukunft. Das ist das Konzept des Dinosaurierparks Teufelsschlucht. Wir schauen uns an, wie hat sich das Leben auf der Erde entwickelt. Die Dinosaurier, das sagt der Name schon, machen da einen sehr großen Part oder spielen eine sehr große Rolle in der Evolution. Die nehmen also auch hier einen großen Raum ein. Aber sie sind nicht die einzigen Lebewesen. Es gab viele Lebewesen vor den Dinosauriern und viele danach. Ja, hier haben wir die Devonzeit. Die steht hier auf dieser Tafel. Ich hatte eben gesagt, der Park beginnt in der Zeit, wo die Tiere begonnen haben, vom Wasser aufs Land zu gehen. Und das sieht man genau hier, vor 415 bis 360 Millionen Jahren. Und um mal so einen Eindruck zu vermitteln, was das für eine Zeit, wie lang diese Zeiträume in der Geologie sind, kann man sich schön vorstellen, dass die ganze Geschichte der Erde einen Tag gedauert hat. In Wirklichkeit sind es 4,6 Milliarden Jahre. Wenn wir uns jetzt die 4,6 Milliarden Jahre auf einen Tag vorstellen, dann sind wir in der Devonzeit mit ihren 415 Millionen Jahren ungefähr im Bereich von 23 Uhr. Das heißt, alles andere, die Stunden von 0 Uhr bis 23 Uhr sind ohne Landtiere abgelaufen. Der Mensch ist sowieso noch ganz lange nicht dabei. Der kommt erst viel, viel später. Also es ist schon allein faszinierend, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, wegen dieser langen Zeiträume und wegen des Bewusstseins, dass die Erde, die Ökosysteme, die Evolution sich über sehr lange Zeiträume, und zwar ohne uns Menschen, entwickelt haben. Ja, inzwischen sind wir in der Zeit des Karbons angekommen. Das Karbon wird auch oft als das Zeitalter der Rieseninsekten bezeichnet. Und in der Tat fragen oft hier, wenn wir bei diesen riesigen Libellen hier angekommen sind, die Gäste oft danach, ob die wirklich so groß gewesen sind. Und die Antwort ist ja, das ist fossil belegt. Es gibt oder es gab Libellen in dieser Größe. Das ist die Art oder die Gattung der Meganeura, das ist eine ausgestorbene Libellenart aus der Karbonzeit, die tatsächlich so ein Riesenwachstum entwickelt haben. Es gab noch weitere Insekten, die ebenfalls viel, viel größer geworden sind, als sie es heute sind. Das liegt vermutlich daran, weil in der Karbonzeit der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre höher gewesen war als heute und Insekten sich diese Tatsache zu einem starken Körperwachstum zunutze machen konnten. Das ist ein Skelett von Deinonychus, also von einem Dinosaurier, der eigentlich noch gar nicht in die Zeit hier gehört. Die Idee war, die Kinder kommen und die wollen halt Dinos haben. Und hier in der Erdzeit, wo wir jetzt sind, gab es noch gar keine Dinosaurier. Und deswegen werden die hier schon mal angeteasert. Und das ist dann hier mit so einer Klapptafel auch gezeigt. Ja, wir sind schon viele Millionen Jahre gewandert und befinden uns jetzt am Ende der Permzeit und damit auch am Ende des Erdaltertums. Was damals passiert ist, ist wahrscheinlich für uns heute kaum vorstellbar. Es gab nämlich ein Massenaussterben mit fatalen Folgen. Es war das wahrscheinlich größte Massenaussterben, das es auf der Erde gab. Damit sind alle Tiere, die wir jetzt eben gesehen haben, im Erdaltertum für immer von der Erdoberfläche verschwunden. Aber wenn so etwas passiert, ist auch wieder Platz für Neues. Und jetzt entsteht etwas ganz besonders Neues mit dem Beginn der Triaszeit. Und das sind die Dinosaurier. Ich sagte eben, wir können es uns kaum vorstellen. Eigentlich stimmt das gar nicht, weil wir auch jetzt heutzutage und das leider durch uns selbst bedingt in einer Zeit leben, in der Massenaussterben ein Thema ist und durch die Klimaänderungen, die anthropogen bedingt sind und durch unser Verhalten ist das eigentlich gar nicht so ein fernes Thema, sondern ein sehr aktuelles Thema. Ganz besonders stolz sind wir auf diesen Burschen, der hier steht. Das ist zwar kein Dinosaurier, das ist eine Echse namens Eiffelosaurus. Und daraus ergibt sich schon auch, warum wir darauf sehr stolz sind.
Der ist aus einem Steinbruch, aus einem Buntsandsteinbruch bei Hillesheim entdeckt worden, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1904. Saurier bedeutet ja zunächst nur Echse. Manche meinen, wenn man das Wort Saurier hört, also wie zum Beispiel Eifelosaurus, das sei dann ein Dinosaurier. Nein, das ist einfach nur eine Echse, die aber zur Zeit der ersten Dinosaurier hier in der Eifel gelebt hat. Den hat, das ist auch der Erik, den Sie kennen, gesehen und hat gesagt, der wäre ja für diese Szene hier wunderschön, hat er ja auch recht, weil da sich gerade der Cynognathus vor dem Ornithosuchus versteckt und hofft, ihm zu entkommen. Und dabei ist das unser Luxemburger. Man hat tatsächlich hier in der Nähe auf Luxemburger Seite im gleichen Stein wie die Teufelsschlucht auch einen Zahn- und einen Zehenknochen eines Dinosauriers gefunden und der ist als genau ihm zugehörig bestimmt worden, der Dilophosaurus. Also die Dinosauriermodelle, die wir hier im Park haben und auch die Modelle aller anderen prähistorischen Tiere, die haben wir nicht selber gebastelt, sondern die stammen von unserem Kooperationspartner in Niedersachsen. Und das ist die Firma Bernd Wolter Design, die baut. Und denen ist ein hohes wissenschaftliches Niveau auch wichtig. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Drachenmonster, sondern die bilden tatsächlich den aktuellen Stand der Wissenschaft ab. Gebaut sind diese Figuren aus einem Material, was man GFK nennt. Man kennt es aus dem Bootsbau zum Beispiel, auch aus dem Autobau. Also es ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff, der extrem gut modellierbar ist, sehr, sehr witterungsfähig ist und eben auch sehr schön lackierbar ist, sodass man dann wirklich sehr echt anmutende Modelle bauen kann. Jetzt sind wir angekommen bei unserem Seismosaurus. Das ist der größte Dinosaurier, den wir hier im Park haben. Er ist 45 Meter lang und 8,50 Meter hoch, bildet damit auch die Originalgröße ab, sehr wahrscheinlich zumindest. Da streiten sich die Wissenschaftler ein bisschen, weil die Fossilien sind nicht komplett gefunden worden. Also der Seismosaurus ist nicht komplett fossil belegt. Die Kunst besteht also daran, aus dem, was man gefunden hat, auf die gesamte Körpergröße zu schließen. Auf jeden Fall ist es einer der größten Landlebewesen, die es jemals auf der Erde gegeben hat. Und der ist 1993 in Amerika, New Mexico, gefunden worden. Also die Tiere sind alle in 1:1 Größe, bis auf ganz wenige Ausnahmen, zwei. Und das sind Jungtiere, so sagen wir das. Die sind halt etwas kleiner dargestellt, als sie in Wirklichkeit waren. Das sind Jungtiere. Aber bis auf diese zwei sind alle Tiere in 1:1 Größe, so wie die fossilen Belege auch sind. Das ist das sogenannte Manati. Wir haben hier in diesem Bereich Meereslebewesen aus verschiedenen Zeiten zusammengestellt. Also die sind jetzt nicht alle aus einer Zeit. An denen ist das Gemeinsame an denen ist, dass sie halt eben Meeresreptilien sind, die zu unterschiedlichen Zeiten aber gelebt haben. Das ist eine Art, die auch Kinder extrem spannend finden. Die größte Haiart, die es jemals auf der Erde gab. Der ist ausgestorben. Oh, nee.
Das stellt man sich schon recht ungemütlich vor, wenn man dem begegnet wäre. Das ist der Megalodon. Den kennt auch fast jedes Kind. Also wir hatten eben schon drüber gesprochen, die Artenkenntnis der Kinder ist manchmal erstaunlich. Und zu den Arten, die alle kennen, gehört Megalodon. Das hier ist eigentlich auch eine super witzige und sehr nachgefragte Attraktion in unserem Park. Das ist der sogenannte Sleeparoo. Sleeparoo ist ein Start-up aus Hamburg. Und die haben die Idee gehabt, solche Cubes, wie sie nennen, also solche zeltartigen Unterkünfte zu entwickeln und die an Orten, an denen man eigentlich gar nicht schlafen kann, hinzustellen und da Übernachtungen möglich zu machen. Und zwar immer genau einer. Also wir haben genau einen an allen anderen Orten, wo es diese Cubes gibt, gibt es auch einen. Da ist eine Matratze drin, die ist 1,60 Meter breit und da können dann zwei Personen oder wir haben auch oft die Kombination ein Elternteil, zwei Kinder, auch manchmal beide Elternteile mit zwei Kindern, die dann einfach eine Nacht im Dinosaurierpark schlafen und denen gehört sozusagen der Dinosaurierpark dann für einen Abend, eine Nacht und einen Morgen. Verlies der Rapp. Scheint aber auch Spaß zu haben. Ja. Ich bin sehr gefreut, dass wir da sind. Genau, das hier ist jetzt ein Gestein aus der Jura. Hier haben wir ein paar Muscheln drauf zu sehen. Ja, hier sind jetzt erstmal nur Muscheln. Und die lege ich eben mit so einem Stichel frei. Also man kann ja sehen, das springt da mehr oder weniger von alleine ab, wenn man dicht genug dran geht, ohne dass man an der Muschel jetzt dran kommt. So wie der Ole eben das erzählt hat, wie Wissenschaftler Fossilien bearbeiten und aus dem Gestein heraus präparieren, so können die Kinder das hier jetzt spielerisch nachempfinden. Wir haben zum Beispiel hier diese Gipsblöcke rechts im Bild und in diesen Gipsblöcken sind Skelette von Dinosauriern eingegossen und die Kinder können das jetzt mit so einem Holzschaber und mit Pinseln, also ganz ähnlich wie mit den Druckluftstichlen, wie Ole es macht, aus dem Gips heraus präparieren. Also eigentlich ist genau das Gleiche im Spiel, wie es hier in unserer Fossilienpräparationswerkstatt, dem Paleo Lab, in Wirklichkeit gemacht wird. Das hier haben wir jetzt dieses Jahr ganz neu gemacht, weil wir ja einfach so einen Bereich, hier haben wir auch ein Skelett im Sand und einen Bereich haben, wo die Leute sich dann einfach ein bisschen ausruhen können, wohlfühlen können und so ein bisschen Strandatmosphäre haben. Man sieht jetzt sehr deutlich, dass die Tiere ganz, ganz anders aussehen als eben noch. Und daraus kann man den sicheren und auch richtigen Schluss ziehen. Die Dinosaurier sind gerade ausgestorben. Durch diese Zeit vor 65 Millionen Jahren, als es den Meteoriteneinschlag im heutigen Yucatan in Mexiko gab, der mit großer Wahrscheinlichkeit einen wesentlichen Beitrag am Aussterben der Dinosaurier leistete. Da sind wir jetzt vorbei und wir werden jetzt im Rest des Parks kein Dinosaurier mehr sehen. Wie gesagt, sie sind ausgestorben und das ist die Zeit für die Säugetiere. Säugetiere gab es vorher schon in der Erdgeschichte. Sie konnten sich aber aufgrund der Dominanz der Dinosaurier eigentlich gar nicht weiterentwickeln und hatten nur Rattengröße oder vielleicht von einem kleinen Hund. Und als die Dinosaurier dann ausgestorben sind, dann kamen die Säugetiere zum Vorschein und haben teilweise riesige Körpergrößen entwickelt. Das sind wir. Das sind die Vorfahren von uns. Nee, das ist eine Art, die heißt Purgatorius und das sind tatsächlich die ersten Primaten. Das sind die ersten Primaten. Also wir gehören ja auch zu den Primaten und das sind die Vorfahren der Gruppe der Primaten, aus denen sich dann auch die heutigen Affen und eben auch unsere eigene Art Homo sapiens sapiens entwickelt hat.
Mammuts sind ja eine Art, die von Menschen gejagt worden sind. Und das war natürlich etwas im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährliches, so ein solches Tier zu jagen. Ich glaube nicht, dass sie sehr angriffslustig waren, aber wenn sie bejagt wurden, werden sie sich gewehrt haben. Ja, klar. Ja, hier sind wir jetzt schon in der Gegenwart angekommen und haben hier eine Tür, die zu dem gefährlichsten Lebewesen führt, das wir hier im Park haben und was es auch jemals auf der Erde gegeben hat. Und dieses Tier führe ich Ihnen jetzt mal vor, indem wir die Tür öffnen. Und Homo sapiens, keine andere Art, hat die Erde so verändert, wie es der Mensch tut. Schon seit der Jungsteinzeit, als man begonnen hat, Wälder zu roden und das Gesicht der Erde zu ändern. Aber das alles ist natürlich nichts dagegen, was seit der industriellen Revolution passiert. Ja, wir sind ja jetzt in der Zukunft. Da, wo die Tafeln steht, da beginnt, also die Gegenwart ist da gewesen, zu Ende gewesen, wo die Tür ist mit dem Menschen. Und alles, was jetzt noch kommt, ist Zukunft. Das beruht auf einem Gedankenexperiment von amerikanischen und britischen Wissenschaftlern, die sich vorgestellt haben, wie kann sich das Leben auf der Erde weiterentwickeln, wenn man so ein paar Fakten, die man kennt, das eine ist Plattentektonik, das heißt, die Kontinente verschieben sich, dadurch ändern sich Klimazonen und dadurch kann man überlegen, wie sich heutige Tiere wohl daran anpassen werden. Und aus diesen Fakten haben die dann versucht zu übertragen, wie könnte sich das Leben auf der Erde weiterentwickeln. Und da gucken wir hier jetzt in verschiedene Zeiträume. Jetzt sind wir gerade in der Zukunft, in 100 Millionen Jahren. Und dann gibt es diesen Himmelsstürmer, wie er heißt, mit 4 Flügeln. Über den könnte man noch viel erzählen. Wichtig ist, niemand behauptet, dass es den wirklich mal geben wird, sondern es ist ein Gedankenexperiment, wie man Evolution, die normalerweise immer von heute nach in die Vergangenheit betrachtet wird, einfach mal in die Zukunft überträgt. Und dabei kommt was raus, was sehr witzig ist, was viele Leute schön finden. Manche glauben auch, dass das Unsinn ist. Das kann jetzt jeder seine Meinung haben und verleitet auf jeden Fall oder verführt zum Philosophieren, drüber nachdenken, und das ist auch etwas Schönes. Jetzt sind wir in 200 Millionen Jahre in der Zukunft. Hier haben wir Arten, die heute im Wasser leben, Kalmare, die sich dann wieder zu Landtieren entwickelt haben werden, nach diesem Gedankenexperiment. Und damit kommen wir dann auch wieder zurück in das echte Leben. Jo, das war eine Reise durch 620 Millionen Jahre in unserem Dinosaurierpark Teufelsschlucht. Wenn Sie das jetzt mal nicht im Film, sondern in Wirklichkeit erleben wollen, kommen Sie gerne hierher in die Südeifel. Der Park befindet sich unmittelbar an der Grenze zu Luxemburg, nahe bei Echternach, einem kleinen Örtchen Ernzen, nicht weit von Trier und Bitburg entfernt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns besuchen und hier mit uns ein Abenteuer durch die Urzeit unternehmen.